Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Wekoplast. Mein Name ist Tim Rohl, bin Elektriker und für die Ausbildung des Mechatroniker zuständig. Bin seit 11 Jahren hier in der Firma beschäftigt und seit 4 Jahren bilden wir Mechatroniker aus. Heute möchte ich euch zeigen, was den Beruf ausmacht und was sonst bei der Firma Wekoplast so passiert. Ja, wir sind jetzt hier in der Produktion bei Wekoplast. Wir fertigen Kunststoffbehälter. Ja, und das ist Patrick. Ja, Patrick, was machst du hier gerade? Ja, ich habe gerade angefangen damit, diese Anlage umzubauen. Hier soll demnächst dieser Behälter produziert werden, in dem vollautomatisch solche Barcode-Label eingespritzt werden. Ja. Ich habe mir gerade diesen Musterbehälter schon mal besorgt, habe mir die passenden Label besorgt, habe sie auch hier in den Labeltisch eingelegt, alles eingestellt, habe die Programme schon eingelesen und abgeändert, muss gleich den Reifer noch tauschen, der den Behälter nimmt und die Label vollautomatisch einlegt, dann kann die Produktion gestartet werden. Ja, Patrick ist Auszubildender im 2. Lehrjahr und kann schon eigenverantwortlich solche Inbetriebnahmen erledigen. Das ist eine Aufgabe, die auf uns Mechatroniker hier bei Wekoplast zukommt. Des Weiteren haben wir noch andere Sachen. Ja, und zwar sehen wir hier eine Anlage, die Klappbehälter vollautomatisch zusammensetzt. Unsere Aufgabe ist es, diese Anlagen einzustellen, zu warten und natürlich auch zu reparieren. Ja, genau. Insgesamt ist der Mechatroniker für die Instandhaltung hier zuständig und die Betriebnahme neuer Maschinen und Anlagen. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Der Mechatroniker deckt die Pneumatik, Hydraulik, Mechanik, Elektrik ab und Programmierung gehört auch dazu. Das sind sehr vielfältige Aufgaben, die ein Auszubildender in seiner Ausbildung erlernt. Aber die Aufgaben sind auch sehr abwechslungsreich und macht auch Spaß, ist sehr vielfältig. Das ist das Interessante an dem Beruf des Mechatronikers. Wir sind hier im Pausenraum bei Wekoplast. Ich hoffe, der Rundgang hat euch einen tollen Einblick über die Firma gegeben und was ein Mechatroniker macht. Bitte bewerbt euch gerne. Ihr seid herzlich willkommen und sonst noch einen schönen Tag. Tschüss.